zusammen, liebe Freunde da draußen. Mein Name ist Christian und heute ist Zeit für ein neues Kochvideo. Ich verrate euch auch direkt, was wir machen und was wir benötigen. Es wird heute kalte Küche geben, sprich Snacks, Sandwiches und Co. Ich habe mich für zwei Varianten entschieden und zwar einmal Turkey, sprich Putenbrust-Sandwiches und natürlich auch Lachs-Sandwiches. Und ich sage euch gleich, was wir benötigen. Wir benötigen 8 Scheiben Toastbrot. Ich nehme Vollkorntoast. Ihr benötigt Pfirsiche, nehmt aber Pfirsiche in Eigensaft und nicht in gezuckerter Feuchtigkeit, Kopf- bzw. Eisbergsalat. Ihr könnt aber auch Rucola nehmen, je nachdem, was euch schmeckt. Etwas Schnittlauch für den Geschmack, Frischkäse bzw. Mayonnaise, Lachsschinken geräuchert, Pfeffer, entweder frisch oder im Pulver und Putenbrot. Wir machen jetzt die beiden Varianten nacheinander, damit nichts durcheinander kommt und wir sehen uns gleich wieder. Ich fange jetzt mit dem Truthahn bzw. Turkey Sandwich an. Ich habe mir hierzu schon mal meinen Frischkäse bzw. in dem Fall, wer es möchte, die Mayonnaise genommen und habe noch 2 kleine Teelöffel von dem Glas von den sauren Gurken genommen, weil ich diesen sauren Geschmack einfach mag. Habe derweil schon Salatblätter einfach mal abgewaschen, habe einen Pfirsich genommen, habe das Brot ausgebreitet und die Putenbrust geöffnet. Im ersten Schritt müssen wir jetzt auf 4 Scheiben unsere Masse verstreichen. Ich mache das jetzt mal schnell. Da bin ich auch schon wieder. Nun haben wir unsere bestrichenen Toastbrotscheiben und geben als erstes unseren Truthahn bzw. unsere Putenbrust drauf. Habt ihr echten Truthahn, dürft ihr natürlich den nehmen und nehmt durchaus jeweils 2 Scheiben, denn es soll tatsächlich schön saftig sein, denn ansonsten schmeckt es trocken. Bei normalem Toast ist genügt eine Scheibe, bei Vollkorntoast empfehle ich euch echt 2 Scheiben, da es wirklich viel zu trocken ist ansonsten. Nun, sobald ihr das habt, nehmt ihr euren Pfirsich daher, beziehungsweise euren Pfirsich daher und jetzt schneidet ihr den noch kurz in Spalten, damit einfach dann sozusagen das draufgelegt werden kann. Ihr könnt natürlich auch Scheiben schneiden, das ist jetzt auch kein Problem, aber es sollte halt einigermaßen geschnitten sein, damit es da keine Probleme gibt. Und den legt ihr jetzt tatsächlich nun einigermaßen schön drauf, denn das sorgt für einen unheimlich guten Geschmack. Ich weiß, es sieht im ersten Moment ein bisschen komisch aus, wenn ich sage, nehmt Pfirsich und tut ihn auf ein Brot, aber es funktioniert, glaubt mir, ich habe das in meiner Ausbildung auch oft gemacht. Sobald ihr das nun drauf habt, nehmt ihr euren Salat daher und hier könnt ihr tatsächlich dann mindestens ein Blatt nehmen oder ihr verteilt es ein bisschen, je nachdem mögt ihr mehr Salat, nehmt ihr einfach mehr, mögt ihr weniger, nehmt ihr mehr, aber schaut durchaus, dass Salat drauf ist, denn ansonsten, wie gesagt, es hilft, dass es trocken ist. Nun nehmt ihr das Ganze und legt es drauf. Ist eigentlich gar nicht so schwer, ein Sandwich zu machen, richtig? Ich lege das jetzt schon mal auf die Seite, damit wir wieder Platz haben. Und nun kommen wir schon zum nächsten Sandwich. Da bin ich wieder. Jetzt für unser zweites Sandwich nehmt ihr euch ein paar Schnittlauchhalme her und fangt an, die schön klein zu schneiden. Ich halbiere die meistens immer, breche sie auseinander, damit das Schneiden einigermaßen leicht geht. Und dann schneidet ihr die wirklich in schön kleine Stücke. So, das Ganze gebt ihr wieder in eure Schale, in eure Schüssel, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Wunderbar, perfekt. Wenn es jetzt hier ein bisschen ausschaut, ist das auch nicht schlimm. Anschließend gebt ihr wieder etwas Frischkäse in die Schale, denn es muss ja wieder miteinander vermischt werden. Und hier sei tatsächlich nicht so sparsam, es soll tatsächlich einiges sein. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich es hier abstreifen kann. Kleine Zutat kommt hier aber noch dazu, da wir dieses Mal ja mit Lachs arbeiten, beziehungsweise mit Räucherlachs, gebt ihr bitte noch ein bisschen Pfeffer hinein. Einfach als Geschmack, damit das klappt, aber nicht so viel. Ihr seht, dass es hier dann ungefähr so aussieht. Und das verrührt ihr jetzt nochmal schön kräftig miteinander, damit wir hier eine schöne Masse haben und der Schnittlauch sich wirklich in alles schön einmischt. Und ja, das kann sehr zäh sein, deswegen streift es immer mal wieder ab, gibt was Neues hinein und dann passt das auch. Gut, es riecht schon mal wie Kräuterquark. Im Endeffekt könntet ihr wahrscheinlich auch Kräuterquark nehmen, aber den hebe ich mir auch für meine gekochten Kartoffeln, deswegen geht das natürlich nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Schritt. Nachdem ihr nun euer Brot beschmiert habt, kommt es an den Räucherlachs bzw. an den Lachs. Hier seid ihr natürlich auch wieder nicht sparsam mit allem und nehmt wieder 2 Scheiben. Einfach aus dem Grund, das ist ein trockenes Stück Fleisch,
Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen nehmt am besten wirklich etwas, damit es nicht allzu schlimm ist. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt möchtet, da ihr ja zwei Brote habt, das ein bisschen nach oben schieben und unten noch ein Square hin tun, denn schließlich soll alles bedeckt sein. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen, so ist dann alles wirklich schön bedeckt. Und nun kommen wir an die Stelle, dass wir es zusammenlegen und dann geht es weiter. Dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Da bin ich wieder. Ich räume gleich auf, aber jetzt wollte ich erst noch den Schritt mit euch machen. Nun nehmt ihr euch ein schön großes Messer daher und könnt, sofern ihr wollt, die Krusten abschneiden. Und nun nehmt ihr euer Sandwich und schneidet es in der Hälfte schön durch. Und das macht ihr jetzt mit allen vier. Sprich, das Ganze schneide ich jetzt bei allen noch durch und dann sehen wir uns gleich, wenn es angerichtet ist. Da bin ich wieder. Ich habe nun alles einigermaßen mal auf einen Teller drauf getan. Muss das Ganze nur funktionieren. Damit könnt ihr jetzt eure Gäste ein bisschen beeindrucken oder ihr macht es zum Frühstück, zum Mittagessen oder nachmittags zum Tee oder auch als Abendessen oder wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr es mitnehmen. Ich habe euch gezeigt, dass ihr nicht viel braucht, es sehr schnell geht, außer der Herdplatte oder eurem Brett kaum Gegenstände verschmutzt werden und es ist im Sommer schön kühl und erfrischend. Ich freue mich jetzt auf mein Essen und wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefällt, lass ein Däumchen da und abonnier den Kanal. Denk dran, wir wollen die 300 knacken. Also, schönen Montag noch.